Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zu den Kauf-Specials, eurem absoluten Lieblingsformat hier auf dem Kanal, wo es darum geht, dass ich jeden einzelnen für Kickbase relevanten Bundesligaspieler einranke und mit einer Bewertung versehe. Ich nehme das Ganze wie immer als kleines Pre-Intro auf, deswegen könnt ihr schon mal gerne ein Like da lassen. Würde mich brutal freuen, wenn wir auf jedem der Kauf-Specials wie immer die 1000 Likes knacken würden. Ich möchte natürlich noch relativ wichtig erwähnen, dass es meine persönliche Meinung ist. Ich bin nicht die Kickbase-Bibel, es ist einfach meine Einschätzung als Manager. Kurz zum Ranking selber, ein Spieler ist blau, also ein MVP, wenn er einer der besten Spieler in der App ist. Er ist grün, wenn er eine Kaufempfehlung ist. Er ist gelb, wenn er so lala ist. Und er ist rot, wenn ich absolut die Finger davon weghalten sollte. Und zu guter Letzt noch, wenn ich Spieler nicht erwähne, sind sie automatisch rot. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen die Matchups berücksichtigt, denn die Kauf-Specials gibt es ja in regelmäßigen Abständen. Deswegen werden hier nur die Spiele bis zur Winterpause analysiert. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Let's go. Was geht? Und damit herzlich willkommen. Ich musste das Paul-Intro machen, wenn es um Bremen geht. Und damit herzlich willkommen zu Kauf-Special-Episode Nummer 2 am heutigen Samstagmorgen. Ich hoffe, ihr habt schön ausgeschlafen. Euer Wochenende läuft super. Und jetzt gibt es erstmal eine ordentliche Dosis Kickbase-Infos. Wir starten mit dem SV Werder Bremen. Es gibt für mich unter anderem aufgrund des Endprogrammes, ich habe es ja auch schon im Intro gesagt, wenig Leute, auf die ich hier richtig Bock hätte aktuell. Bremen gefällt mir zwar ganz gut, aber die haben mit Abstand das schlechteste Endprogramm aller Bundesligisten. Deswegen würde ich da grundsätzlich von wegbleiben. Ich möchte nochmal betonen, bevor ich es auch hier vergesse, es geht mir bei den Bewertungen rein um Kickbase-Punkte. Also wenn hier ein Spieler steigt, dann könnt ihr den mit Kusshand mitnehmen. Es geht mir wirklich einzig und allein um Kickbase-Punkte. Pavlenka, einfach weil er 6,8 Millionen kostet, müsst ihr mitnehmen. Super günstiger Torhüter, hatte letztes Jahr 90er Average, ist er für mich den Preis auf jeden Fall wert. Und natürlich Duxi, hat einfach eine große individuelle Qualität, nimmt auf sich auch der Menge, eine Menge der Standards, deswegen auch er natürlich eine klare Empfehlung. Ansonsten gibt es keine für mich. Ich finde, alles ist so in Ordnung, die kann man durchschleppen, wenn man sich denkt, okay, vielleicht performen sie ja mal ganz gut in einem Spiel, wo man es vielleicht nicht denkt. Insgesamt ist es aber gerade jetzt in dem Moment keine Mannschaft, auf die ihr in Kickbase setzen solltet. Und Bittencourt ist kein guter Punkter, Stark ist mir zu ungewiss bezüglich Rotation. Deswegen sind die zwei rot, alles andere kann man machen, sollte man aber nicht. Wir gehen weiter zum nächsten Verein und das ist der VfL Wolfsburg, aka die Rotations-Kovac-Maschine. Und solange das passiert, sind die Spieler gerade, die rotationsgefährdet sind, für mich einfach uninteressant. Das heißt, ein Wind, ein Mähle, ein Lacroix, auch ein Jens, sage ich, und ein Castells sind für mich Kaufempfehlungen. Die kann man sich alle ohne Probleme reinstellen. Die werden jedes Spiel machen. Da lege ich, bei Jens lege ich meine Hand nicht für ins Feuer, bei einem anderen schon. Deswegen aber trotzdem Jens für mich auch eigentlich gesetzt. Alles Kaufempfehlungen, kann man sich alle mitnehmen. Und Zvornberg und Mahia sollten eigentlich auch spielen. Deswegen sind sie wenigstens gelb, auch wenn nicht die besten Punkte bei rumspringen. Alles andere, Cesiger, Vrangs, Paredes, Czerny, Katastrophe, würde ich auf keinen Fall drauf setzen. Holt euch lieber, ungelogen, holt euch lieber einen Mainzer, der sicher spielt, als einen Czerny oder einen Paredes. Da bin ich wirklich 100% dabei, dass man dann nicht auf den Gamble setzen sollte, weil es auch einfach die Punkte am Ende nicht wert sind. Ich möchte auch erwähnen, natürlich Maxi Arnold ist für mich rot. Muss ich hier mit reinnehmen, ist für mich aber trotzdem rot. Wir müssen so ein bisschen von dem Gedanken wegkommen, dass Kovac ihn auch als diesen 20 Millionen Kickbase-Spieler sieht. Denn für Kovac ist einfach nur ein Spieler, der für ihn den Spielaufbau machen kann. Bringt ihm aber die Dynamik nicht mit, die Kovac aktuell sehr stark fordert. Und dementsprechend bin ich da dabei, dass der auf keinen Fall das Geld wert ist und auf jeden Fall verkauft werden sollte. Wir gehen weiter zum FC Augsburg. Eine Menge Spieler, die safe spielen. Wir haben hier eine komplette Elf stehen, also quasi das Do It Again vom letzten Spieltag, finde ich ganz cool, ist für Kickbase eigentlich immer relativ interessant, weil man sich da auf die Spieler verlassen kann. Augsburg hat passable Matchups, deswegen gibt es keine mega krassen oder mega schlechten Learnings daraus. Ich finde Damen, Joveleo, Demirovic und Tietz eigentlich tatsächlich ganz cool, wenn jetzt Toro weiter in diesen Fußball spielen lässt, der sich nicht ganz so doll vom alten Augsburg-Fußball unterscheidet, aber ab und zu ein bisschen effizienter ist, dann finde ich die alle eigentlich relativ interessant. Damen einfach als guter Torhüter auf der Linie plus Spielaufbau. Joveleo, weil Spielaufbau, Demirovic als der Mann und Tietz, weil er mir wirklich gut gefällt da auf der 9. Dementsprechend kann ich die 4 empfehlen. Gumni, Udukai und Jensen sind für mich
passable Lückenfüller. Gerade Gumni hat mich in den letzten Spielen wirklich überzeugt. Also ich finde, er macht das da das allererste Mal, seit er in Augsburg ist, wirklich gut auf der Rechtsverteidigerposition. Er sieht zwar aus wie ein Kreisliga-Kicker, aber er macht tatsächlich aktuell ganz gut. Und von rechts Bechai, Dorsch, Pedersen und Vargas würde ich die Finger von weglassen. Dann lieber auf andere Mannschaften und Spieler gambeln. Wir gehen weiter zu Borussia Mönchengladbach. Und daraufhin erstmal ein dicker Shoutout an Matze. Wir hatten eine kleine Wette abgeschlossen. Es ging darum, ob der FC Bayern den Klassiker gewinnt. Und ich habe gesagt, der FC Bayern gewinnt das. Und er meinte, wenn Bayern das gewinnt, kriegst du ein Schwanzara-Trikot. Und er hat es halt einfach wörtlich genommen und mir wirklich ein Schwanzara-Trikot geschickt. Shoutout an Matze, die alte Legende. Wenn ihr euch jetzt denkt, what the fuck, es gab auch von Matze schon mal ein Freiburg-Seevolk-Trikot und ein Leipzig-Palacios-Trikot. Also Matze hat da einen kleinen Tick für. Shoutout an Matze, dankeschön, geiles Teil. Und jetzt machen wir weiter. So, wir kommen zu Borussia Mönchengladbach. Ihr seht auch hier, was für Kickbase, wie gesagt, immer ganz cool ist, wenn die komplette Mannschaft spielt. Das ist einfach immer super attraktiv, weil man sich keine Sorgen machen muss. Es gibt für mich eine Menge Kaufempfehlungen, denn obwohl Gladbach punktemäßig gar nicht so performt, punktemäßig im Sinne von Bundesliga-Punkte, sind sie in Kickbase-Punkten eigentlich tatsächlich gar nicht so verkehrt unterwegs. Vor allem die Leute, die ich euch jetzt hier grün markiert habe, die rogieren oder rotieren alle so zwischen einem 80er und 100er Average. Und das finde ich vollkommen in Ordnung, für das Gladbach eigentlich gerade jetzt erst so richtig in Form findet, kann das wirklich interessant werden. Deswegen Honorar, Weigel, Plea, Netz, Elvedi und Wöber sind für mich Spieler, die ich auf jeden Fall kaufen würde. Mit Reiz, Manu Kone und der Schwanzara gibt es dann drei Gamble-Optionen, die jetzt nicht die besten Rohpunkte abwerfen, aber in manchen Spielen ganz cool sein können. Skelly, ich bin einfach nicht von Skelly überzeugt. Ich bleibe da auch dabei, das ist für mich der hier am meisten abfällt und potenziell Systemopfer sein kann, wenn man Friedrich spielt, wenn Itakura zurückkommt. Deswegen, da bleibe ich von weg. Und Nicolas für mich auch nur gelb, obwohl er tatsächlich gar keinen schlechten Average hat. Ich bin da auch nicht so 100% von überzeugt. Wir gehen weiter zum SC Freiburg. Und hier gibt es auf jeden Fall mehr Kaufempfehlungen als noch bei den Gladbachern. Weil stimmt gar nicht. Aber wir haben einen MVP drin. Wir haben Vincenzo Grifo natürlich als einen der besten Spieler in der App drin. 100%. Müssen wir nicht groß drum rumreden. Freiburg hat von allen Bundesligisten das beste Endprogramm. Das heißt, auch wenn ich hier einen Gulde, einen Weißhaupt rot mache, kann man sich die eventuell als Gamble reinstellen. Mir persönlich reicht es einfach nicht, weil sobald das System geswitcht wird, sind für mich beide direkt raus. Auch wenn mir Weißhaupt ganz gut gefällt aktuell. Ich bin da trotzdem nicht so zu 100% von überzeugt. Was vielleicht ein kleiner Hot-Take ist, ist Merlin Röhl. Von dem bin ich nämlich definitiv überzeugt. Der macht mir richtig Spaß, egal ob auf der 8 oder jetzt in dem Fall auf so einer Halbposition. Ich finde den wirklich richtig cool. Und ich nehme da so einen kleinen Hot-Take mit rein, dass der für mich aktuell eine Kaufempfehlung ist. Lienhardt, Ginter, Höfler, Höhler sind natürlich alles Kaufempfehlungen. Und Atubolu, Sildia, Eggestein kann man sich reinstellen, muss man aber nicht. Und dann kommen wir noch zur letzten Mannschaft für die heutige Episode und das ist die Eintracht aus Frankfurt, die von mir richtig gut eingerankt wird. Und das, obwohl sie jetzt wirklich harte Matchups haben. Die Eintracht spielt auch gegen wirklich absolute Brechermannschaften. Trotzdem, mein Gedanke dabei war nicht, okay, wegen dem Restprogramm, sondern wenn die es jetzt noch schaffen, sich im Winter einen richtig sicken Stürmer zu kaufen, Junge, 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 ich glaube, die Eintracht kann eine der Überraschungsmannschaften der Rückrunde sein. Die kommen nämlich langsam so richtig in Fahrt. Und ganz ehrlich, ich würde die fast gegen jede Mannschaft mit fast Confidence aufstellen, weil die auch defensiv wirklich sehr solide sind. Und keine Ahnung, ich finde die Eintracht aktuell sehr, sehr geil für Kickbase. Deswegen gibt es hier eine Menge Kaufempfehlungen. Trapp, Tuta, Pacho. Ich muss jetzt aktuell Smolcic reinnehmen. Wenn Koch zurückkommt, ist der natürlich auch eine Empfehlung. Stand jetzt erstmal noch nicht. Larsson, Skiri, Chai, Bi und Mamouche sind für mich alles Empfehlungen. Ich finde die alle super, auch die performen alle so zwischen einem 80er und teilweise bei Tuta 105er Average, was wirklich gut ist, auch für die respektiven Preise. Skiri kommt auch immer mehr in Fahrt, also das ist eine coole Mannschaft, auf die man Kickbase sehr gut setzen kann, macht auch Spaß, Eintracht-Spiele zu gucken, deswegen gibt es hier eine Menge Spieler, die ich ganz cool finde, außer die Rotationsposition, also linke Schiene, rechte Schiene, egal ob Sina, Ebimbe, Buta, Max, Nkunku. Und natürlich linke offensive Position mit Götze und Knauf. Würde ich von wegbleiben, ist den Gamble einfach nicht wert. Die Leute, die safe spielen, kann man sich wirklich cool in Kickbase kaufen. Und das war Kaufspecial Episode Nummer 2. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns morgen zur finalen Episode mit den 6 besten Mannschaften der Bundesliga. Viel Spaß nochmal mit der Episode von gestern, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Lasst ein Like da, wir sehen uns morgen. Haut da rein und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll
I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man.